gehauen hat. Klappe, das ist nicht witzig. Wenn sich jemand mit den Tenants anlegt, sorgen Sie dafür, dass er es niemals vergisst. Eins verstehe ich immer noch nicht. Warum sucht ihr euch nicht jemand anderes? Tun wir doch. Er ist nicht der Einzige. Das ist irgendwie unser Ding. Eine Frage. Das jetzt ewig so weitergehen. Eine Frage. Klappe. Ich frage mich. Lass es. Okay. Sag keine mir eins. Weiteren Fragen. Ein Kinderspiel. Dieses Flittchen hätte mich nicht abhalten sollen, deinen Großvater kalt zu machen. Hä? Kid? Niemand in Hill Valley legt sich mit den Tenants an. Party, einsteigen! Diese Zeitachse wurde verändert! Kein Scherz! Was wir 1931 getan haben, hat Kid Tennant vor seinem gerechten Urteil bewahrt. Und deswegen wüten die Tenants jetzt schon seit über 50 Jahren in Hill Valley. Meine Güte, sie haben die Spielhalle aufgeraubt. Wir müssen zu dem Tag zurückkehren, an dem Kid Tennant verhaftet werden sollte. Herausfinden, was schiefgelaufen ist und es korrigieren. Sonst könntest du vor immer in einer Stadt festsitzen, die den Tenants gehört. Das ist keine Option, Doc. Vergessen Sie es. Oha. War da nicht so, ich glaube im zweiten Teil war doch in den Filmen auch sowas ähnliches, wo Biff so reich war oder irgendwie sowas, ne? Okay, dann gehen wir das nochmal durch. Irgendwann heute Nacht wird Kid Tennant von seiner Braut, einer Sängerin namens Tracy Potter, die scharfe Kleine, die gestern aus der Bar gekommen ist. Genau, wenn sie das tut, dann müsste Tennant von einem jungen Polizisten namens Danny Parker verhaftet werden. Parker? Hey! Glauben Sie, er ist mit meiner Freundin Jennifer Parker verwandt? Könnte sein. Heftig. Irgendwie haben wir die Geschichte so verändert, dass keines dieser Ereignisse stattfindet und deine Familie für Generationen dem Tennant-Clan ausgeliefert ist. Du musst zurück in Tennants Bar, herausfinden, was schiefgelaufen ist und für Kid Tennants Verhaftung sorgen. Kein Problem, Doc. Ich setz nur meinen Hut auf, dann bin ich bereit. Ist der Bart wirklich notwendig? Er ist unentbehrlich. Kid darf nicht wissen, dass du der Störenfried bist, der vor 2 Monaten verhinderte, dass er mich kalt macht. Sicher, dass sie nicht mitkommen können? Das wäre viel zu gefährlich. Du bist unauffällig und kannst dich leicht tarnen. Mein sehr markantes Gesicht dagegen war seit meiner waghalsigen Flucht vor der Polizei und den Gangstern in jeder Zeitung, von hier bis Reno. Unauffällig? Ich finde schon einen sicheren Unterschlupf. Dieser Absteiger liegt sicher im Budget. Dort findest du mich, wenn du Hilfe brauchst. Geh in die Bar. Oh, meine Mann, du hast Ballern, wa? Wo ist denn diese dusselige Bar? Oh, sprechen wir zuerst mal mit Edna. Entschuldigen Sie mich, Sir. Aus Ihrer Kleidung und Ihrer allgemeinen Zwielichtigkeit kann ich entnehmen, dass Sie wohl auf dem Weg zu Tennants Bar sind, richtig? Nein? Sie haben zumindest genug Schamgefühl, um es zu leugnen. Leider habe ich nicht die Macht, Sie aufzuhalten. Aber ich bitte Sie, noch einen Augenblick zu bleiben und sich mein Lied anzuhören. Mi-mi-mi-mi-mi. Bitte, lieber Trinker, lass doch deine Flasche stehen.
Gottes Namen? Tut mir leid, Miss Strickland. Nur ein Prototyp, der für einen Moment nicht richtig funktioniert hat. Mr. Brown, warum ist ein Hund in diesem Fahrzeug? Warum? Zum Wohle der Menschheit natürlich. Hallo, Sunny. Sunny? Mr. Crockett, was soll diese Aufmachung? Ich ermittle undercover. Spannend. Ich brauche unbedingt ein exklusives Interview. Doch jetzt muss ich ein paar Seelen retten. Und du musst einen Blick auf mein neuestes Experiment werfen. Du bist nicht sauer wegen des Raketenbohrers? Schwamm drüber. Ich bin zu größeren Dingen übergegangen. Komm bei Gelegenheit am Pavillon vorbei. Ich bereite alles vor. Du glaubst nicht, was Aini und ich alles geplant haben. Berühmte letzte Worte. Na gut, wo war jetzt diese Bar? Hey, Edna. Mr. Crockett, was kann ich für Sie tun? Was war das für ein Lied, das Sie vorhin gesungen haben? Gefällt es Ihnen? Auf den Treffen des Finger vom Fuselvereins bringt das die Bude zum Wackeln. Aber vielleicht ist das auch nur das Zittern. Soll ich es noch einmal singen? Vielleicht später. Ich bin die ganze Nacht hier. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Ach, das muss ich dir... Sagen wir mal. Tennant verhaftet. Halleluja! Wann ist das passiert? Naja, bisher noch nicht, aber es wird passieren. Halt mich auf dem Laufenden. Was machen Sie denn hier mitten in der Nacht? Ich bewahre die Leute vor Alkohol, Lastern und Schweinereien. Und ich bin auf der Suche nach heißen Stories. Man glaubt nicht, was es hier immer für Neuigkeiten gibt. Ich glaube, das bringt jetzt wenig Sinn. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Jo. Wer schickt dich? Dichter Nebel. Was hast du für mich mit? Mittagessen. Wie ist das Codewort? Wortklauberei mag ich überhaupt nicht. Kann ich hier irgendwas aufnehmen? Die Abfalltonne. Also Abfalltonnen will ich nicht mitnehmen. Also eben hat mal der Anfang der Antwort mit dem Ende der Frage, glaube ich, übereingestimmt. Oder? Ist das nur ein Zufall wegen der Übersetzung? Aber wir können es ja mal ausprobieren. Wer starb und machte dich zum Boss? Boss Hawk? Was tust du bei einem Überfall? Könntest du das wiederholen? Was tust du bei einem Überfall? Fall? Warte mal, Englisch Überfall ist Robbery, glaube ich. Sekunde, ich überlege. Zieh Leinewürstchen. Aha. Wer gibt dir das Recht,
hierher zu kommen. Hieronymus Bosch? Bisschen falsch, ne? Ich dachte wegen hier. Wer gibt dir das Recht, hierher zu kommen? Kommen, es kam. Kam hier. Amadeus? Ne, war falsch. Wer sagt, ich lass dich rein? Ach, Reinecke Fuchs. Reinecke Fuchs? Was wirst du morgen tun? Tunlichst verschwinden? Wo findet man dich nie? Nigeria. Willkommen bei L-Kid. Aha, ja, manchmal sind da, wegen der Übersetzung einige Hürden zu überwinden. Oha. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen wieder einmal die heißeste Nummer auf dieser Seite der Rockies zu präsentieren. Und wenn ich sage, ein Vergnügen, dann wissen Sie schon, was ich meine, oder? Ein großes, L-Kid-mäßiges Willkommen für die eine, die einzige, Trixie Trotter. Aus dem Weg, Kleiner, ich muss meine Sorgen ertränken. Man ist noch nicht oder man hört sie nicht. Hey, Barkeeper, was darf sein? Ach ja, ich habe ja die Musik ausgeschaltet, das wird wahrscheinlich da. Was zeichnen Sie da? Mal wieder eine Karikatur. Sie zeichnen die? Die Prohibition wird nicht ewig dauern. Ich brauche etwas, das ich tun kann, wenn das alles vorbei ist. Wegen dieser Ehrengalerie. Was ist damit? Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind. Da sie einen gewissen Irving Kit Tannen verärgert haben. Leute, die Kit hat umbringen lassen? Natürlich nicht. Das sind nur ein Haufen Typen, die Kit nicht besonders mochte und die irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein, wie soll ich sagen, seltsamer Zufall. Kannst du eine Karikatur von mir zeichnen? Sicher. Presto! Die sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Du hast auch nicht viel Markantes. Ich suche einen Polizisten namens Parker. Da hast du heute Glück. Er sitzt genau neben dir. Der? Ja, echt eine traurige Geschichte. Traurige Geschichte? Oh ja, Probleme im Job, Probleme mit den Frauen, psychische Probleme und so. Wenn du ihn auf dem richtigen Fuß erwischst, kaut er dir ein Ohr ab.